Hallo zusammen, hier ist wieder euer Ralf, Steuerberater aus Breisach und Rika Bürgelin, Steuerberaterin und Rechtsanwältin auch hier in Breisach. Wir haben heute ein sehr wichtiges Thema, deswegen sind wir hier heute auch zu zweit, nämlich das Thema Testament. Ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist ein ernstes Thema, Testament. Darüber wird nicht gerne gesprochen, weil wir reden über das Ableben einer Person und meistens einer sehr nahestehenden Person. Deshalb ist es ein Thema, was sehr wenig und sehr ungern angesprochen wird. Aber es ist unglaublich wichtig. Und nicht erst, wenn man die 60 mal überschritten hat oder 70 überschritten hat. Nein, ein Testament gehört dann schon gemacht, wenn man ein bestimmtes Vermögen schon hat, egal in welchem Alter. Und natürlich ist es eine hohe Hemmschwelle. Man redet im Zweifel über sein eigenes Ableben. Man muss sich Gedanken machen, was ist, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und diese Regelungen sind, wenn ich keine Regelung treffe, das ist immer was ganz Schlechtes. Dann kann darüber diskutiert werden, dann kann gestritten werden. Wir bekommen Erbengemeinschaften, die wir nicht wollen. Natürlich kann ich im Nachgang viel heilen, aber das ist dann aufwendiger. Und man darf dann die emotionale Situation nicht verkennen. Ich muss in der Trauer mich dann um Dinge kümmern, um die ich mich dann nicht kümmern will, weil ich eigentlich in Trauer bin. Deshalb ist es mir so ein hohes Anliegen. Macht euch Gedanken, denkt darüber nach, was ist, wenn ich nicht mehr da bin, und macht es dann euren Lieben so leicht wie möglich. Zu den Inhalten und was für Testamente gibt, übergebe ich jetzt an meine Tochter Rika, die kann euch das wunderbar erklären. Neben dem klassischen Testament, das alle schon mal gehört haben, grenzen wir einfach auch noch ab zu einem sogenannten gemeinschaftlichen Testament. Das können Ehegatten gemeinsam machen oder auch einen Erbvertrag, den man beim Notar abschließen kann, wenn man es besonders verbindlich haben will. In dem Testament kann man relativ viele Regelungen treffen. Wer wird mein Erbe? Will ich einzelne Gegenstände, zum Beispiel meinen Schmuck, einer besonderen Person vererben? Oder eben auch Dinge wie, wie stelle ich mir meine Beerdigung vor? Desto mehr ich in diesem Testament auch über solche Dinge Regelungen treffe, desto leichter haben es meine nahestehenden Personen, wenn ich eben nicht mehr da bin. Dann müssen die nicht überlegen, was will ich für meine Beerdigung haben, sondern die haben ganz klare Vorgaben, so hat derjenige sich das vorgestellt. Wenn man selber ein Testament schreibt, sollte man so ein paar Sachen beachten, damit das auch wirksam ist. Zum einen, es muss handschriftlich geschrieben sein und es ist wichtig, wirklich komplett handschriftlich. Alles, was ich am Computer tippe oder drucke, ist nicht wirksam. Das heißt, wenn ich überlegt habe, was ich gemacht habe, einmal sauber handschriftlich runterschreiben und am besten auch lesbar, weil wenn man es am Ende nicht lesen kann, wird es schwierig. Dann sollte das Testament auch handschriftlich unterschrieben sein und ein Ort und ein Datum draufstehen. Gerade wenn ich mehrere Testamente über die Jahre mache, ist es sehr hilfreich, wenn jeweils ein Datum draufsteht, dann gibt es nämlich auch da danach keine Diskussion, welches jetzt das aktuelle und das wirksame Testament ist, sondern es ist immer das letzte und da steht das Datum schön mit drauf. Bei einem gemeinschaftlichen Testament, also wenn zwei Ehegatten gemeinsam zusammen entscheiden, ein Testament zu machen, reicht es, wenn einer von beiden das handschriftlich schreibt, aber es müssen beide unterschreiben und zwar auch wieder handschriftlich. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Vereinfachung, wenn Ehegatten das gemeinsam machen. Ich kann daneben auch zum Notar gehen. Das hat gewisse Vorteile, zum Beispiel kann der Notar mich beraten, kann das Ganze in einer rechtssicheren Form machen. Der schreibt mir das Ganze, der beurkundet das. Gerade wenn ich selber da nicht so die Erfahrung habe, kann das der Notar machen. Auf der anderen Seite entstehen hier auch erhebliche Kosten. Deswegen muss man immer abwägen, welche Variante ist für mich das Beste. Und wenn man sich dann entschieden hat, schreibt man das auf. Am besten bewahrt man das Testament irgendwo auf, wo es im Zweifel meines Todes auch gefunden wird. Das heißt, nicht ins Bankschließfach legen, wo keiner je weiß, dass ich dieses Bankschließfach habe, sondern zum Beispiel daheim in einem Ordner aufbewahren und den wichtigen Personen auch mitteilen, wo dieses Testament liegt, damit die im Fall der Fälle auch darauf zugreifen können. Mein Vater hat noch einen kleinen Expertentipp für euch zum Schluss. Ja, nehmt das Geld in die Hand, fragt jemand, der sich darin auskennt. Wir haben immer wieder mal Testamente hier auf dem Tisch, wo dann die Auslegung fragwürdig ist und dann wird am Ende des Tages darüber wieder gestritten. Aber es ist immer noch besser, ein schlechtes Testament wie gar keines zu haben. Aber wirklich, nehmt das Geld in die Hand, fragt einen, der Ahnung davon hat. Es ist gut angelegtes Geld. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und klickt in unseren Kanal rein. Wir haben wieder interessante Tipps für euch und schöne Grüße aus dem sonnigen Breisach. Euer Ralf. Und eure Rika.